Spiel für den Viertelfinaleinzug in der Pro B heute am 24. März hier in der Ospa Arena. 1:1 steht es in der Best-of-3-Serie im Achtelfinale und wer heute hier vom Platz als Sieger geht, spielt gegen Hanau oder gegen Bochum, die heute zeitgleich spielen. Die Gegner, die Fraport Skyliner, haben nicht den ganzen möglichen Kader zur Verfügung, denn auch in der BKBBL wird heute gespielt gegen die Artland Dragons und einige der Doppellizenzspieler sind natürlich dort am Start. Allerdings einen haben sie mitgebracht, den Stefan Ilshöfer, den muss man heute sicher bewachen. Ansonsten müssen wir sehen, dass die Treffer, die hier nach Belieben in den ersten beiden Spielen gefallen sind, heute verhindert werden. Ebenfalls ein herausragender Spieler ist der Guard der Fraport Skyliner Juniors, der Amerikaner Kyle Fossman. Der hat uns hier einige Probleme gemacht und auch gut getroffen. Trotzdem kann man zusammenfassen, der erste Playoff-Sieg in der Geschichte der Fraport Skyliners endete ja leider nicht mit einem Buzzerbeater für die Rostocker, sondern eben mit einem 65:67 unglücklich verloren. Und heute soll das natürlich anders ausgehen. Hier will man heute den zweiten Heimsieg gegen diese doch sehr starken und unangenehm zu spielenden Gegner mitnehmen und dann ins Viertelfinale einziehen. David, dass die Frankfurter euch nicht wirklich liegen, sagen sogar die über euch. Was habt ihr heute in der Tasche, um hier den Heimsieg zu holen? Ich glaube, wir wollen erstmal wirklich gut starten. Das haben wir die letzten Spiele nicht hinbekommen. Wir sind im Rückstand hinterhergelaufen und mit viel Energie ins Spiel gehen. Auf geht's für Kevin!